So, das Spiel ist jetzt auf der anderen Platte. Also auf der SSD. Es hat gereicht. Das ist irgendwie knappe 70 GB groß und ich habe keine Zeit für diese 79 GB frei. Von daher ging das. Und ich muss jetzt hier missionstechnisch den Bericht erstatten. Obwohl ich nicht ganz sicher bin, ich hätte gedacht, dass man doch nochmal mit der Nachbarin spricht. Aber warte mal, vielleicht kann ich sogar noch. Die muss doch hier irgendwo sein. Kann ich noch irgendwo mit ihr sprechen? Tak to mi očividně lhal. Ne, nechci s váma mluvit. Wenn sie tatsächlich eine von meinen Nachbarinnen ist, dann ist sie doch vielleicht irgendwo in irgendeiner Wohnung drin. Schauen wir doch mal. Hier ist der Waffenhändler. Da hinten ist sie nicht. Ist sie die Katzenlady? Da war ja auch irgendwas mit Katzenfell und so. Schau mal, hier ist auch ein... Ne, warte mal, das... Hier wäre der Bär. Ach genau, das ist Daria. Aber Daria, meine Gute, wo bist du denn? Die Nachrichten interessieren auch immer nur ein kleiner Teil. Man Wo könnte sie sein? Sie liegt auch nicht irgendwo hier. Nicht so nach dem Motto, dass irgendwo ihre Leiche jetzt hier aufgetaucht ist. Nee. Na gut, sprechen wir mal mit dem Kopf. Denk nicht dran. Und er hat ja eigentlich auch gesagt, er hätte sie nach Hause geschickt. Das wundert mich noch ein bisschen mehr. Also irgendwie... Weiß nicht, irgendwie kommt mir das komisch vor. Ich meine, warum bauen sie ihr so eine ganze Katzenwohnung? Warum amüsieren Sie sich gut, Detective? Ich glaube, ich kann den Mord an Angela Gunn jetzt aufklären. Das ist gut. Meine Bosse fragen mich schon, warum ich Johnny noch nicht verhaftet habe. Beide entlasten. Die Wahrheit ist ganz weit weg. Noch. Warum sagen Sie das? Und Johnny? Je mehr ich darüber nachdenke, desto sicherer bin ich, dass Johnny Gunn unser Mörder ist. Der Täter ahmt den Harvester nach. Hier geht's nicht um einen eskalierten Ehestreit. Die Sache ist größer. Jemand tut so, als wäre er ein toter Serienmörder. Ach, der alte Fall, auf den ich Sie aufmerksam gemacht hatte. Das Vorgehen ist identisch. Ich habe die Aufzeichnung gelesen und mit diesem Mord verglichen. Beide Opfer wurden von derselben Person getötet. Ganz sicher. Gut. Nehmen wir an, das stimmt. Dann ist Johnny immer noch verdächtig. Und hat lediglich mehrere Morde begangen. Ich sage Ihnen nur, was ich gefunden habe. Für eine Weile dachte ich, Radko Perry könnte der Mörder sein. Dass er hinter allem steckt. Aber das hat auch nicht gestimmt. Was macht Sie so sicher? Ich habe mich in einem Chat als Radko ausgegeben. Es hat sich herausgestellt, dass er in der Mordnacht mehrere augmentierte Prostituierte gebucht hat und die ganze Zeit mit ihnen zusammen war. Sie haben ein Video als Beweis und erpressen ihn jetzt damit. Je weniger ich über Radkos Privatleben weiß, desto besser. Was macht Sie so sicher, dass es nicht Johnny war? Erinnern Sie sich an den Teilabdruck am Hals des Opfers? Was ist damit? Johnny Gunn hat seit dem australischen Bürgerkrieg keine Fingerabdrücke mehr. Seine Hände sind aus Metall. Hätte er sie erwürgt, hätte er keine Spuren hinterlassen. Metall? Scheiße. Und was genau heißt das für uns? Wir haben Spuren verfolgt und die haben uns hierher geführt. Also nirgendwo hin? Ich bin nicht sicher. Ich glaube, wir haben die meisten Teile des Puzzles. Aber sie lassen sich nicht zusammensetzen. Noch nicht. Okay, das reicht, um Johnny den Strick abzunehmen. Aber es hilft mir nicht bei der Lösung des Falls, richtig? Solange wir nicht mehr wissen, kann ich niemanden verhaften.
Wir sollten hoffen, dass mehr Wissen nicht bedeutet, dass es noch eine Leiche gibt. Hey, Rekrut, kommen Sie her! Interpol, wir brechen unsere Zelte ab. Okay, gehen wir nach Hause. Jemand sollte sie abtransportieren. Was machen wir wegen Johnny Gunn? Vergessen Sie ihn. Vergessen Sie alles. Kommissar? Ich habe keine Ahnung, wer es war, und Sie auch nicht. Das macht mir Angst. Und es ärgert ein paar Leute. Aber es ist die Wahrheit. Jawohl. Und kann mir bitte jemand einen verdammten Kaffee bringen? Daria, sind Sie da? Sind Sie das, Herr Nachbar? Sehen Sie nach mir? Oh, das finde ich süß. Gibt es Spuren? Ich weiß nicht, wer Angela Gunn getötet hat, aber es war wohl kein Einzelfall. Soll ich mich jetzt besser fühlen? Nein, aber das ist die Wahrheit. Seien Sie vorsichtig und halten Sie sich bedeckt. Wenn etwas passiert oder Sie sich in Gefahr glauben, kontaktieren Sie mich. Danke. Aber hoffen wir, dass es nicht dazu kommt. Oh, geil, er geht hier erstmal in die Bar. Wir haben getan, was wir konnten. Okay, das ist ein bisschen unbefriedigend, dass wir jetzt nicht genau wissen, was da Sache ist, aber vielleicht wird das nochmal aufgegriffen. Das könnte ich mir zumindest ganz gut vorstellen. Ich würde mal sagen, jetzt können wir rüber und uns endlich mal im Rotlichtbezirk umsehen. Beziehungsweise an der Wohnung war doch noch ein Hinweis, ne? Also. Zack, dann düsen wir mal darüber. Jetzt gucken wir mal, ob die Ladezeiten ein bisschen schneller sind. Jetzt, wo das Ding auf der SSD drauf ist, wäre das ja ganz cool. Also der Unterschied ist jetzt bis jetzt noch nicht massiv, oder? Zeigt uns von drinnen. Na gut, das ist jetzt aber auch das größere Gebiet, was geladen wird. Na, obwohl doch, glaub ich, ist doch schon ein bisschen schneller. Ja, sieht gut aus. Ja, schon ein bisschen besser. Warte mal, und jetzt gucken wir uns mal an. Hier war nämlich noch der Point of Interest, eine letzte Gefälligkeit. Ist hier gleich um die Ecke. Das ist aber auch ein... Genau, das ist ein Rotlicht-Milieu. Ja, dann gehen wir mal rein. Müssen wir hier wirklich patrouillieren? Was? Gehen Sie weiter. Wieso soll ich weitergehen? Normalerweise sollte ich nicht stehen bleiben? Nicht mein Typ. Aha, okay. Bin nicht Ihr Typ. Kommen Sie ins Rap. Komm nicht mal bei Nutten an, okay? Verstehe. Keine Maschine. Es sei denn, Sie nehmen sich eine Augmentierte. Bringen Sie einen Freund mit. Kommen Sie mit einem Freund. Oh, schau mal, sahen so nicht diese, die Küsten in dem einen Level von Dragon Age Inquisition aus? Privatzimmer, die man stundenweise buchen kann. Ja, Sie verstehen schon. Von mir aus. Ich will nur bei ein paar Drinks ein unterhaltsames Gespräch führen. Es war ein langer Tag. Okay, dann gehen wir auf die Terrasse im dritten Stock. Die Aussicht soll großartig sein. So, das ist The Red Queen. Da sollten wir auch rein. Endlich ein echter Mann. Man kann da von draußen so reingehen? Ist der normale Eingang? Da merkt man wieder, ich habe offensichtlich nicht genug Zeit in meinem Leben in Stripclubs verbracht, dass ich nicht genau weiß, wie die funktionieren. Ich rieche Ex-Corps 10 Meilen gegen den Wind. Wenn man einmal gelernt hat, so zu laufen, verlernt man es nicht mehr. Das Red Queen bedient jeden Geschmack, wie man unschwer sehen kann. Deshalb ist es der beliebteste Club in ganz Prag. Scheinbar kann man hier in jede von den Türen rein, okay. So funktioniert das also.
guck da gleich weiter. Ich will nur mal ein bisschen schauen. Ich guck nur mal, ne? Das ist auch wieder so ein cooles Design. Hau ab! Du kommst hier nicht rein. Dreh um, Techno. Uyoboki dürfen hier nicht rein. Okay, da sollen wir nicht hin. Was haben wir hier? The Irish Stew. Aus irgendeinem Grund völlig überfüllt. Und die Leute waren übertrieben aufgeregt, oder nicht? Ja, weil dort besondere Waren verkauft wurden. Nicht gesehen? Ach, seien Sie nicht so steif. Entspannen Sie sich. Okay, ich sehe mir mal die interessante Straßenausstellung da drüben an. Das ist Prag. Für jeden etwas. Ich frage mich, wie diese Stelle hier von dem Bogen Geh da drüben weg. Aussehen würde. Geh oder? Weg von mir! Wahrscheinlich ziemlich spektakulär. Willkommen in meinem Laden. Ich habe heute nicht mit einem von Ihnen gerechnet. Sie wissen schon, bei all dem Ärger. Wir werden doch keine Probleme kriegen, oder? Nein, nein. Ich teile die Einstellung der herrschenden Klasse nicht. Nur ein Kommentar zu den aktuellen Ereignissen in Golem also Utolek. Was hätten Sie denn gern? Was haben Sie? Ich habe Surly Welshman und Nice Rye. Nö, danke. Nichts, danke. Wie Sie meinen. Dieser Galois war mir unheimlich. Irgendwann erschieße ich dich und niemanden interessiert's. Okay. Fangen Sie hier keinen Ärger an, okay? Nada sagt, wenn jemand Ärger macht, soll ich ihn erledigen. Übrigens wieder diese geile große Coole Theke. Coole Brille. Okay, hier führt wahrscheinlich irgendwo eine Mission dann noch rein. Was ist das denn? Das ist der Buchladen, dann das hier. Tentacle. Das ist ja geil. Haha, cool. Mal kommt, ob die hier wirklich denn auftaucht, wenn die Zeit runtergelaufen ist. Da ist keine Tür rein. Das ist ja super cool gemacht. Wahnsinn. Da sind die. Achso, hier ist dann schon wieder der Ausgang. Das sieht auch cool aus. Okay, jetzt. Okay. Hi, Schätzchen. Hier geht's dann schon wieder raus, ne? Genau, da unten ist der Musikladen. Okay. Ich hab was, das du willst. Das Wetter ist irgendwie komisch, oder? Und schauen wir doch mal in den Irish Stool rein. Haben wir hier Zeitung? Nee, Quatsch, so rum. Forensikteam in Uzika Bahnhof attackiert. Ach, guck mal jetzt, weil ich mich da habe erwischen lassen. Im völlig zerstörten Uzika Bahnhof schlug der Terror heute ein zweites Mal zu, als ein bislang nicht identifizierter Angreifer die Polizeiabsperrung durchbrach und die Forensiker attackierte. Die Staatspolizei hat noch keine Angaben gemacht, wie viele Beamte dabei verletzt oder getötet wurden. Aber Zeugen sprechen von einem Blutbad. Hä, ich habe doch niemanden umgebracht, oder? Das Motiv dieses zweiten Anschlags ist unklar, aber Quellen aus dem Ermittlerkreis gehen davon aus, dass der Mann zu den Terroristen von gestern gehört. Wahrscheinlich wollte er wichtige Beweise im Zusammenhang mit den Bomben entfernen, sagt Polizeisprecher Alexei Wollner. Der Aufenthaltsort des Mörders ist derzeit unbekannt. Man nimmt an, dass er durch die U-Bahn-Tunnel entkommen ist und dabei wahrscheinlich seine Augmentierungen eingesetzt hat. Die Staatspolizei hat für alle nicht augmentierten Bürger eine großzügige Belohnung für Hinweise ausgesetzt, die zur Verhaftung des Täters führen. Ist auch geil. Der Uzika Bahnhof bleibt auf weiteres geschlossen. Also wenn man augmentiert ist, kriegt man keine Belohnung, wenn man da Hinweise hat. Okay.
augmentierte Reporterin ermordet. Die Staatspolizei untersucht einen grausamen Mord, der sich heute Abend im Prager Piekarska-Viertel ereignet hat. Die ortsansässige Reporterin Angela Gunn, bekannt wegen einiger scharfzüngiger politischer Artikel, wurde zerstückelt in einer Gasse aufgefunden. Bürger wird geraten, aufmerksam zu bleiben und sich nachts nur in sicheren, gut beleuchteten Gegenden aufzuhalten. Willkommen im Irish Stool, Kumpel. Was können wir denn für Sie tun? Irish Stool, schicker Name. Sehr atmosphärisch. Finde ich auch. Also, was darf sein? Ich suche einen Mann namens Nomad Stanek. Er soll hier irgendwo sein. Da sind Sie nicht der Erste. Einige Interpol-Agenten haben auch nach ihm gefragt. Was hat er getan? Hat er Ärger? Über eine laufende Ermittlung darf ich nichts sagen. Was sagten Sie, wo Sie sind? Unten. Aber nichts kaputt machen, okay? Übrigens, wollen Sie was? Nö, danke. Im Moment nicht, danke. Ich muss was erledigen. Also da geht die Hauptmission auch weiter. Was sind wir hier? Ach, jetzt müsste doch die Zeit abgelaufen sein. Ach nee, okay. Das scheint sich nur im Kreis zu drehen. Das ist der Buchladen, da das hier. Ich brauche was zu trinken. Das ist ja auch geil. Können wir da rein? Nee. Bist du besoffen oder was? Verschwinde! Scheint aber kein Sperrgebiet zu sein. Das Wetter ist irgendwie komisch, oder? Sagen, wir schauen uns mal überall um. Dächer von Prag. The place to be. Hier, da unten ist ein bisschen eine etwas vollere Dame, oder? Die da in dem einen Fenster steht. Da werden... Da ist diese... diese Terrasse, von der schon gesprochen wurde. Aber es sieht nicht so aus, als wäre jetzt hier irgendwas, wo man... Ja, wohl, vielleicht kann man von hier dann rüber auf die Terrasse, wenn man später will. Aber ich denke mal, da komme ich vielleicht auch innerhalb des Gebäudes hoch. Mal schauen. Eine Wohnung. Scheiß Touristen. Können nicht im normalen Tempo gehen. Aha. Das sieht doch interessant aus. Was haben wir hier? Nee, da ist nix. Das ist nur eine Zeitung. Cornflakes. Boah, ich hab einen Hunger. Merke ich da gerade. Ich habe schon seit Ewigkeiten keine Cornflakes mehr gegessen. Ach, guck mal, da ist wieder so ein Scan-Ding. Nicht, dass ich damit groß was machen würde, aber... Das sieht hier aber irgendwie aus, als wäre da noch irgendwie unten Zeug, wo man lang könnte. Ein E-Book, das sind die LIM, Liberty in Mind and Body International, besser bekannt als LIMP, war das populistische Gesicht der Augmentierungsindustrie. Finanziert wurde der Verband durch Regierungsgelder, Unternehmenssponsorings und private Spenden. Sein Mandat war die Bereitstellung von Informationen, medizinischen Behandlungen und ambulanter Nachsorge für jeden, der seine Lebensqualität durch mechanische Augmentierung steigern wollte. Nach dem Opti-Zwischenfall
versiegte der Geldstrom und die Nachfrage nach der Augmentierung stürzte in den Keller. Schon bald verabschiedeten viele Länder Gesetze, die die Installation neuer Augmentierungen unter Strafe stellten. Innerhalb weniger Monate schlossen fast alle der 1900 LIMM-Kliniken weltweit ihre Pforten. Die wenigen, die bis heute in Betrieb sind, führen keine Augmentierungsoperationen mehr durch. Die meisten dieser Kliniken werden von Technikern betrieben, die Neuropozyn abreichen und kleinere Wartungsarbeiten an Augmentierungen vornehmen. Und das nur, wo die örtliche Regierung es erlaubt. Die Humanoptimierungstechnologie mag zwar noch nicht vollständig tot sein, doch das Verschwinden der LIMM-Kliniken ist wohl doch als Zeichen für das Ende der mechanischen Augmentierung für die allgemeine Öffentlichkeit zu werten. Zumindest für die absehbare Zukunft. Nada Birak, das ist hier der Typ unten aus dem Laden. Wo sollen wir denn hin? Da rüber. Fröhliche Weihnachten aus Polen von Josef an Sonofagunada. Ursprüngliche Nachricht. Josef, wir haben. Ja, warte mal, hier geht's los. Fröhliche Weihnachten aus Polen von Josef an Sono. Nada, für dich ist eine gute Lieferung unterwegs. Wir haben das Lagerhaus eines Opti-Separatisten-Sympathisanten hochgenommen und dabei jede Menge Waffen beschlagnahmt. Nach wie vor keine Lands, keine Fulgurs und keine Devastator. Es war kein Witz, als du gesagt hast, dass die selten sind. Trotzdem eine gute Lieferung. Ich wurde genau zum richtigen Zeitpunkt zum Hilfsinspektor befördert. Jetzt werden wir beide reich. Joseph, wir haben ein Problem. Mein Kontakt beim Zoll hat die Ware zu mir gebracht und dabei die Dwalis getroffen. Er hat die Lieferung abgestoßen, bevor sie ihn erwischt haben. Aber ich weiß nicht, wo. Die verdammten Arschlöcher haben nichts bei ihm gefunden, müssen aber gerochen haben, dass etwas faul ist. Er wird jetzt im Prager Zentralkrankenhaus künstlich beatmet. Ich denke, sie wissen, dass jemand Geschäfte hinter ihrem Rücken macht, aber wenn sie wüssten, wer es ist, wäre ich schon tot. Es ist ärgerlich, die Waffen zu verlieren, aber bis mein Mann aufwacht, falls er aufwacht, müssen wir die Füße stillhalten. Ich kann dir im Moment keine Credits schicken, um die Maschine zu schmieren. Also wirst du deine Leute hinhalten müssen. Oder so, NB. Jesus Christ, ich hatte dich gewarnt, oder nicht? 30% ist Wahnsinn, aber besser als umgelegt zu werden. Wir sind ein gutes Team, aber wenn mich so ein georgischer Schläger mit einem Baseballschläger besucht, dann werde ich ihm mit Sicherheit sagen, was für gute Freunde wir sind, damit du auch was von der Party hast. Ach, guck mal, und hier haben wir auch ein paar von den Waffen. Nehmen wir das mal mit. Nichtsdestotrotz bleibt interessant zu wissen, wo dieser Weg da hinten ist. Also da scheint ja auch irgendwas gasmäßig am Start zu sein. Das muss ja nochmal irgendwo ein anderer Bereich sein. Der sogar halbwegs außerhalb vom... Ach, das ist, glaube ich, das ist ein... Ah, das ist irgendwas hinten bei dem Musikladen. Ich glaube, das hat gar nichts hier so sehr mit dem zu tun, mit dem Stadtbezirk. Oh, shit. Nein, kein Interesse. Dürfte ein cooler Kampf werden. Geht doch nichts über zwei Jockey, die sich die Scheiße aus dem Leib prügeln. Habe ich vorhin hier zufällig was verpasst, als ich nach da oben gegangen bin, dass die sich hier gegenseitig gekillt haben? Weil die Leiche lag doch da vorhin nicht. Ich glaube, ich habe tatsächlich in dem Moment da irgendwie nicht richtig aufgepasst. So, hier könnte man durch eine Wand durchschlagen.
sind aber keinerlei Truppen. Das ist ein bisschen merkwürdig. Warum sind hier keine Truppen? Ich will jetzt mal nicht zu viel Aufmerksamkeit auf mich ziehen. Ist ja merkwürdig. Das ist nur ein Durchgang hier rein, oder wie? Oh ne, Moment, hier ist eine Tür. Ah ne, das ist... Das ist keine richtige Tür. Okay, ein bisschen komisch. Das ist aber auch hier... Ne, dachte gerade, das wäre der gleiche Hinterhof wie in dem anderen Stadtbezirk. Hier würde es nach oben gehen, dann müssen wir aber nicht hoch. Und hier geht es nochmal in einen Teil der Kanalisation. Aber einen Teil, den ich so noch nicht kenne. So, dann haben wir hier... Warte mal. Da kommen wir doch so hoch, oder? Na, aber... Na, schau mal, das ist dann Sperrbezirk und hier scheint auch ein bisschen mehr zu sein. Musikalischen Zwischenspiel, ein echt ernstes Thema. Damit geht's weiter. Seraph Industries ist pleite gegangen und wurde komplett von Taiyong Medical übernommen. Der Wahnsinn schlägt Purzelbäume. Wir können die Konzerne nicht kontrollieren und sehen untätig zu, wie das schlimmste Biotech für die gefährlichsten Waffen auf dem Planeten aufbaut. Ich habe schon vor Jahren gesagt, dass Produktion zur Vernichtung führt, dass die Massenherstellung dieser unkontrollierten Technologie durch heulende Kontrolle der Dunkelheit. Bin nicht sicher, ob ich da durch will. Ich glaube eher nicht. Wenn dann, naja, probieren wir mal hier die Seite. Das ist garantiert auch Teil von irgendeiner Mission, aber ich schaue mich jetzt schon mal hier um. Im Zweifelsfall wissen wir nachher ein bisschen genauer, wo wir lang müssen. Okay, das ist ein bisschen komisch. Dann gibt es hier keinen Weg durch. Warum kann man hier hoch? Nur um da dann runterzuspringen? This is a little strange. Ah. Kann ich durch die Tür irgendwie durch? Ja, ich will mich da eher nicht... traue ich mich noch nicht so ganz. Würde da gerne erst reingehen, wenn das tatsächlich Teil einer Mission wird. Gehen wir erstmal unten lang. Okay, schon mal nix. Ah. Interesting. Ist jetzt auch geil, wie Gas in diesem Spiel funktioniert. Dass es immer nur in diesem einen Bereich dann bleibt. Da jetzt aber leider nirgendwo so aus, als wäre ein Ventil da irgendwo. Hier nirgendwo ein Ventil und wo geht's da weiter? Da was? Wir machen mal eine Biozelle rein und noch einer. Zack. Dann schauen wir da einfach mal runter.
Warum gab es jetzt hier nirgendwo eine Möglichkeit, das Ding dicht zu machen? Okay, ich bin immer noch im Sperrbereich. Aber ich habe keine Ahnung, wo ich rausgekommen bin. Kann aber irgendwo nach oben. Das ist irgendwo bei der Oper, oder? Warte mal, schauen wir doch mal auf die Karte. Beziehungsweise beim Theater. Ach, guck mal, da kommt man dann da hinten raus. Und das ist das, wo ich nicht durch durfte. Da hat mich die Wache weggeschickt. Hier drüben sind nochmal Apartments. Okay, interessant. Interesting. Schütze. Okay, das ist nochmal eine deutlich größere Gegend. Schauen wir doch mal, wo man hier noch überall rauskommen kann. Da bräuchte man das Icarus-System. Oder wie auch immer dieses Fallding da heißt. Nicht stürzt, aber so weit sind wir, glaube ich, noch nicht. Wo sind wir hier? Da ist nichts, wo ich sagen würde, da kann ich runter. Nee. Ich glaube, ich nehme denselben Weg wieder zurück, den ich auch gekommen bin. Gut, hier könnte ich irgendwie runter, aber das ist ja alles feines Gebiet hier. Nee. Das machen wir so nicht. Ist da noch irgendwas hinter? Nö. Vielleicht kann man ja irgendwann dann doch da unten das System ausschalten, dass man hier doch irgendwie das Gas zumindest wegbekommt. Gucken wir erstmal schnell, was hier noch ist. Da. Komische Mine, die können wir mitnehmen. So, dann haben wir hier das ganze Zeug. Zack, 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 zack. Oh, schau mal, da oben ist was. Da oben ist was. So, und schon haben wir einen Weg da rein. Und das wäre der andere Weg da hoch gewesen. Ah, verstehe. Gut. Ja, haben wir das immerhin geklärt. Dann schauen wir doch mal zu dem Point of Interest jetzt, würde ich sagen. Mal ein ganz gutes Lay of the Land. Also hier hinten ist zumindest noch dieses Büro drin, wo ich nicht weiß, was dahinter ist. Unterhand das große, ich tippe mal, Dwali-Gelände mit dem Theater. So, dann schauen wir doch mal. Ich glaube, mir fallen die Zähne aus. Ja, würde ich sagen, in die Red Queen gehen wir in der nächsten Folge rein. Also, bis dann. Tschüss.